So eine Dunkelheit habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Truhe. Dein Ernst? Was war das denn? Ein Jungbrunnen. Wenn wir in das Wasser gehen, dann werden wir zum Kind. Wir haben ein Problem. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen unheimlichen Minecraft-Abenteuer mit mir, der Krankenschwester, dem Kopper. Wir sind heute wieder im Krankenhaus und haben wieder die SCP-Mod dabei. Mega abgefahren. Auf der ganzen Welt gibt es Monster, die man nur mit einer Brille sehen kann. Eine unendlich lange Treppe. Ein Teddybär, der Teile aus Mobs reißt, um neue Bären zu erschaffen. Mega unheimlich. Eine Teddybär-Apokalypse? Das kann man doch nicht ernst nehmen. Und vieles mehr. Irgendwo ist unser kleines Hotdog-Hündchen gefangen. Den müssen wir finden und befreien. Monster, die einen erschrecken. Gefällt mir nicht. Mal schauen, wie oft wir dieses Mal sterben werden. Das war schon letztes Mal so unheimlich. Schauen wir uns das erste Mal an. Als erstes haben wir Monster 087. Die unendlich lange Treppe. Der Wahnsinn. Wenn wir da runtergehen, dann taucht irgendwann ein gefährliches Wesen hinter uns auf und will uns erschrecken. Ich will da nicht runter. Wenn wir auf der Treppe stehen, dann bekommen wir den Angsteffekt. Schaut euch das an. Wie abgefahren. Das ist mega gruselig. Wenigstens haben wir Fackeln dabei. Moment. Wir können nicht mal eine Fackel platzieren. Kein Licht. Das ist geisteskrank. Es ist so dunkel. Ich höre euch nicht mehr. Woo. Disco. So schlimm wird das nicht. Wenn meine Treppe so staubig aussehen sollte, dann käme meine Mutter auch wie ein Monster die Treppe hoch. Kein Scherz. Mama? Bist du's? Vielleicht ist Lumpi hier runtergelaufen. Junge, so eine Dunkelheit habe ich noch nie gesehen. Sieht man überhaupt was im Video? Wieso machen wir das? Wieso gibt es sowas? Wie kommt man auf so eine Idee? Ist da jemand? Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Fahrstühle sind scheinbar noch nicht erfunden worden. Mann, es hört einfach gar nicht mehr auf. Singt ihr auch immer, wenn ihr Angst habt? Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Langsam werde ich auch zum Monster. Wie lang ist die Treppe? Meine Beine tun schon weh. Das ist so krank. Es kann jederzeit ein Monster auftauchen. Wisst ihr, was noch schlimmer ist als das Monster? Wir müssen die ganzen Stufen wieder hochlaufen. Lol. Da ist eine Truhe. Was? Was war das denn? Dein Ernst? Mein Herz. Ich hasse diese Mann. Wir müssen die Treppe nochmal runterlaufen. Dein Ernst? Ach, tja. Ganz ehrlich, wir sollten uns totstellen. Bitte tu uns nichts. Wir sind schon mal gestorben. Was ist das für ein kranker Kerl? Was ist das? Ach komm. Das ist dann falsch mit dir. Hast du keine Hobbys oder was? Oh. Du kannst dich doch nicht von hinten anschleichen. Das ist die unheimlichste Mod, die ich je gesehen habe. Dieses Ding braucht auf jeden Fall die Kopperspritze. Das Ding ist fast unbesiegbar. So, das hast du jetzt davon. Vor allem, wir bekommen nur eine Enderperle und Rüstung. Das lohnt sich nicht mal. Und Lumpi haben wir auch nicht gefunden. Und jetzt können wir wieder nach oben laufen, oder was? Nee, ich will eine Rolltreppe. Sofort. Gott sei Dank. Endlich geschafft. Der Effekt hört einfach gar nicht mehr auf. Die Angst steckt in unseren Knochen. Oder wir bekommen einen Schlaganfall. Dann SCP-1048. Rot. Richtig gefährlich. Das unheimlichste aller Zeiten. Moment. Ist das dein Ernst? Das ist ein Witz. Ein kleiner Teddybär. Oh, Hallöchen. Na, mein Freund. Können wir den einfach einstecken? Ich hatte es schon erwähnt. Dieser Teddy ist gemeingefährlich. Wenn er Mobs sieht, dann geht er zu ihm, reißt sich Stücke aus denen raus und baut daraus neue Teddybären. Es werden immer mehr. Eine Horror-Teddy-Apokalypse. Den sollte man keinesfalls spawnen. Ich will das ausprobieren. Direkt gesetzt. Schafe gespawnt. Und jetzt wird's spannend. Spannend. Wenn nur einer rumläuft, dann ist es noch nicht so schlimm. Aber es werden immer mehr. Er nimmt sich was vom Schaf und baut noch ein Teddy. Das wird eine ganze Armee. Irgendwann kann man gar nichts mehr machen. Junge, ich habe noch nie so einen gruseligen Teddy gesehen. Ganz ehrlich, bei dem Teddy gibt es garantiert Albträume. Da nehme ich doch lieber unser Hotdog-Hündchen. Das Kuscheltier wird euch garantiert nicht beißen. Ziemlich groß. Hin und wieder fällt mir mein Würstchen aus dem Bett. Moment. Ein Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung. Das ist die Gummibärenbande. Ich bin ein gelbes Gummibärchen. Darf ich bei euch mitmachen? Wollen wir Freunde sein?
Hey, ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Es ist hier komplett am Eskalieren. Die Bären verprügeln alle und es werden immer mehr. Das ist eine Katastrophe. Wieso sind das eigentlich keine Pombeeren? Ich will Chips. Wusstet ihr, dass es Monster gibt, die man nicht sehen kann? Überall, aber unsichtbar. Mega unheimlich. Mit dieser 3D-Brille können wir sie sehen. Ich will die nicht anziehen. Woo. Oha, das sieht echt stylisch aus. Es funktioniert. So ein hässliches Monster habe ich noch nie gesehen. Wo sind sie denn? Traut euch. Kommt zu mir. Ich habe keine Angst vor euch. Was? Ich habe Angst. Ganz ehrlich, wenn ich aus meiner Haustür gehe, dann sehe ich auch Monster ohne Brille. Was heutzutage alles rumläuft. Sie sind einfach überall. Die sehen unheimlich aus. Was ist das? Was ist das? Sind das Antennen? Diese Monster sollte man auf keinen Fall angreifen. Ich will es anfassen. Hey, mein Freund, habt ihr meinen Hund gesehen? Hä? Diese Monster sind immer in eurer Minecraft-Welt und können sich teleportieren. Wow, mit den Monstern ist gar nicht zu spaßen. Lol, wir können die stapeln. Das macht Spaß, aber wir können sie nur mit unserer Brille sehen. Ziehen wir die Brille aus, dann sehen wir sie nicht mehr. So nicht, mein Freund. So nicht. Das kann doch nicht sein. So, bitteschön. Damit kann man seine Freunde richtig nerven. Das Big Mac. Hallöchen. Die Brille schenke ich dir. Die musst du unbedingt anziehen. Als nächstes SCP-005. Ein OP-Schlüssel. Mit diesem Schlüssel lassen sich alle Türen öffnen. Richtig cool. Damit kann man in jede Base einbrechen. Das ist perfekt. Tag der offenen Tür bei euren Freunden, ob sie wollen oder nicht. So gut. Wir haben hier einen Raum mit Blöcken, die man nicht abbauen kann. Unzerstörbar. Nicht mal mit TNT kommen wir hier rein. Wir brauchen ein Passwort oder mit dem Schlüssel können wir die Tür einfach öffnen. Ha, das ist viel zu stark. Der Schlüssel ist größer als die Tür. Was? Moment. Die Schweine haben Kekse in dem Raum versteckt. Die wollten mir keinen abgeben. Das kann nicht sein. Das ist Copper-Mobbing. Das ist illegal. Wir nehmen die einfach mit. Ist mir doch egal. Meine Kekse. Edge. Die halten uns scheinbar für blöd. Der Schlüssel ist nicht perfekt. Wenn wir eine verschlüsselte Truhe haben, damit können wir die Truhe nicht öffnen. Wir kommen niemals an die Items ran. Moment. Meine Kekse. Das war jetzt doof. Diesen Schlüssel müssen wir auf jeden Fall behalten. Der Schlüssel ist fantastisch. Moment. Bitte was? Oh nein! Was haben wir denn als nächstes? Hier oben waren wir noch gar nicht. Lumpi, wo bist du? Komm zum Kopper. Der muss hier doch irgendwo sein. Du blöder Köter. Her jetzt. Oh. Moment. Das ist nicht Lumpi. Hier ist wieder unser gelber Freund. Ich glaube, der hat zu viel gegessen. Müsste Fast Food nicht auch ein gelbes Schild bekommen? Das ist mega ungesund. Natürlich ist das gesund. Da ist Salat drauf. Steh auf, mein Freund. Komm schon. Atme. Atme. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Als nächstes SCP-019. Eine Monstervase. Eine Vase kann doch nicht gefährlich sein. Können wir an der Vase reiben? Haben wir dann 3 Wünsche frei? Was zum... Wie stark sind die denn? Haut ab! Alter, Alter! Oh Gott! Was sind das für kleine Figuren? Alter! Die sind wie Ungeziefer! Die werden immer mehr! Man trifft sie fast gar nicht! Los, mein gelber Freund! Donnerschock! Stellt euch vor, ihr stellt diese Vase in die Base eures Freundes! Das ist richtig gemein! Wir haben noch immer nicht Lobby gefunden! Hat denn keiner mein Würstchen gesehen? Dann Monster 006! Das, liebe Freunde, ist der Jungbrunnen! Wenn wir im Jungbrunnen schwimmen, dann werden wir zum Kind! Ist das nicht toll? Aber leider habe ich meine Schwimmflügel vergessen. Schade. Aber nicht vom Beckenrand springen. Bin bereit? Wir springen rein. Wir haben ein Problem. Ich glaube, das hat nicht so ganz geklappt. Als ob. Wie awesome. Der Jungbrunnen hat uns jung gemacht. Was? Nein. Das ist nicht gefaked. Ich habe mich nicht mit einer anderen Mod klein gemacht. Das würde ich niemals machen. Das war ein Witz. Leider bekommen wir nur Absorption und Regeneration. Endlich lang. Wir müssen Milch trinken, um die Effekte wegzubekommen. Heißt das, wer Milch trinkt, wird schneller alt? Was haben wir denn hier oben? Irgendwo muss unser Hund sein. Aha. Aha, Lumpi, unser Hund, da ist er. Endlich, wir haben unseren Hund gefunden. Lumpi, was machst du hier oben? Du musst doch aufpassen, wo du hinrennst. Was? Was war das denn? Echt jetzt? Das war Monster 822, der explodierende Kaktus. Eine Kaktusmine. Natürlich. Sind die bescheuert? Die können doch keine Kaktusmine hier rumliegen lassen. Moment, können wir das melden? Das ist richtig gefährlich. Hallo? Hallo? Irgendwie geht das Telefon nicht. Hä?
Egal. Hauptsache, wir haben Lumpi wieder. Schaut euch mein kleines Würstchen an. Endlich kann ich wieder mit meinem kleinen Würstchen spielen. Yes! Vor allem im Krankenhaus. Leute, seht ihr, was ich sehe? Hinter dieser Tür ist ein Monster, welches uns im Schlaf vernichten will. Den und noch mehr Monster schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ein ganz wichtiger Hinweis. Letztes Mal haben wir uns einen Raum angeschaut, der uns aufgefressen und im Möbel verwandelt hat. Einfach auf den Bildschirm klicken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich freue mich auf die nächste Folge von der SCP-Mod. Das war eure super coole Pommes. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.